Grüß Gott, keine Ahnung, worüber wir heute reden. Willkommen bei Konrad Seidels Bier der Woche, aber Sie finden mich ratlos. Da steht Ingredienzer, okay, das ist, heißt wahrscheinlich Zutaten, Wand, Malt, okay, das dürfte Malz heißen, Flecket, Havre, Humle, auch Gär. Gär könnte ich mir als Gärung vorstellen. Malt haben wir uns. Flecket Havre könnten Haferflocken sein. Naja, also das Bier, das wir hier haben, ist von Toøl aus Dänemark, wird aber in Belgien gebraut, heißt Raid Beer. Und drauf steht als Empfehlung: Sometimes when you're drunk, you can see better. Manchmal, wenn du betrunken bist, siehst du besser. Dann würde ich sagen, kosten wir mal und schauen wir, ob wir mehr sehen können, wenn wir ein bisschen betrunken sind. Ich habe nicht vor, mich ganz anzutrinken vor der Kamera, aber wir wollen ja nur kosten. Also erster Eindruck, dunkelbernsteinfarben, leicht cremefarbener Schaum. Mal hineinriechen, durchaus. Was hat das da geheißen? Humle, Hopfen. Ah, Hopfenaroma. Also man kommt schon zusammen, also man kann auch irgendwo. Wenn du was trinkst, lernst du Sprachen. Ne? Da lernt man dann plötzlich Dänisch. Es steht noch mehr dabei. Also es steht nämlich da im Kleingedruckten, dass da Simcoe, Citra, Nelson Sauvin und Centennial Hopfen drinnen sind. Alles amerikanische Hopfensorten, die dürften hier dieses schöne Hopfenaroma hineinbringen. Und diese intensive, bittere, die uns der Antrunk bringt, dann sehr, sehr schlank eigentlich, gerade genügend Körper, damit wir jetzt nicht das als dünn empfinden. Und ganz, ganz lang bleiben uns im Mund- und Rachenraum diese Hopfenaromen. Ein sehr intensiv gehopftes Bier, ein sehr kräftiges, ein sehr wahrscheinlich nicht für große Mengen gedachtes Bier. Weil du trinkst einen kleinen Schluck, obwohl wir hier gar nicht so intensiv 5,2%, also da könnte man auch große Schlucke nehmen, wenn das jetzt ein helles wäre oder ein einfach zu trinkendes österreichisches Märzen, aber das ist es nicht. Ein sehr, sehr komplexes Bier, bei dem wir sehr, sehr zurückhaltend sind, wenn wir in kleinen Schlucken das aufnehmen und diese Explosion der Hopfenaromen haben. Wenn wir da mitbekommen, was da alles an verschiedenen, vor allem auch diese Zitrusnoten betonenden, fast adstringierenden Bitterkomponenten drin sind und wie lange diese Aromen nachwirken. Viel zu schade zum Saufen. Ich verstehe nicht, warum es heißt, sometimes when you're drunk you can see better. Na, bitte sich nicht zu betrinken mit dem Bier, sondern es zu genießen. Vielleicht ein Stück Schokolade dazu essen. Kann sein, muss nicht sein. Ich finde, das Bier, so wie es ist für den Hophead genau das Richtige. Genau ein Bier, wo ich sage, da trinkt man schlückchenweise sich hin zur Erkenntnis, hin zum Glück. Und Ihnen wünsche ich viel Glück mit einem gut gehopften Bier, in diesem Fall eben einem dänischen, das in Belgien gebraut ist, und dass wir uns wiedersehen nächste Woche beim nächsten Konrad Seidels Bier der Woche. Herzliches Prost!